Guten Morgen. Heute ist ein Tag, wo ich mal wieder in die Uni gehe, denn ich treffe mich später mit einer Lerngruppe für Spieltheorie. Und ansonsten habe ich auch noch so ein paar andere Dinge, die heute anstehen, aber das werdet ihr ja dann alles sehen. Und ich mache mir jetzt erstmal was zum Frühstück. Und zwar fragen mich einige immer, wie ich meine Haferflocken mache. Eigentlich mache ich das immer unterschiedlich und heute habe ich mal so ein Proteinpulver genommen. Ich bin da jetzt eigentlich auch nicht so der größte Fan, dass ich das hier andauernd benutze oder mir so Shakes mache. Aber das hier ist von DM und schmeckt nach Vanille. Und dann habe ich halt einfach hier diese zarten Haferflocken genommen. Ich vermische das Ganze dann immer mit Wasser, einfach weil ich finde, man merkt gar nicht so einen Unterschied, ob es jetzt Wasser oder Milch ist. Und dann gebe ich noch irgendwelches Obst dazu. Und jetzt ist das halt wirklich so eine sehr cremige Masse einfach geworden. Und da gebe ich jetzt noch so ein bisschen Obst dazu. Ich habe jetzt einfach einen Apfel und Nektarine. Und wahrscheinlich mache ich noch ein bisschen Zimt drauf. Und trinken tue ich meistens hier so einen Pfefferminztee. Also ganz basic, aber ich finde das immer sehr erfrischend morgens. Gerade auch noch im Sommer. Jetzt habe ich mich auch komplett fertig gemacht und ich muss noch meine Tasche für die Uni packen und auch noch hier diese ganzen Kleider wieder einpacken, denn ich war wieder bei Goldig und habe mir da ein paar Sachen ausgeliehen. Das mache ich ja manchmal einfach zum Fotografieren, weil wie gesagt, die Sachen sind echt schön, wie zum Beispiel auch das Kleid hier. Aber wenn ich das dann einmal anhatte, dann reicht mir das irgendwie auch und dann bringe ich es halt wieder zurück. Und ja, also das ist zum Beispiel wunderschön. Das ist so ein Maxi-Kleid mit so einem Farbverlauf. Und das werde ich auf jeden Fall behalten. Diesen Rock hier. Der sieht jetzt in meinem dreckigen Spiegel nicht so toll aus. Aber der sitzt auf jeden Fall richtig gut. Und hier dazu habe ich einfach so ein Zara-Oberteil, was so sehr, wie sagt man denn, oversized irgendwie ist. Aber das finde ich irgendwie ganz cool. Meine Unitasche habe ich jetzt auch gepackt und was ich euch vielleicht noch als kleinen Fun Fact oder so sagen wollte, ist, dass ich um 10 Uhr zum Lernen verabredet bin, aber es ist jetzt kurz vor 9. Ich gehe aber jetzt trotzdem schon in die Uni, damit ich einfach nochmal so ein paar Dinge mir vorher angucken kann oder noch ein bisschen was abarbeiten kann, damit, wenn ich dann halt um 10 Uhr wirklich verabredet bin, ich auch gut vorbereitet bin und sich das Ganze dann auch lohnt. Und ja, irgendwie ist es halt dann nochmal ganz praktisch. Da hat man wie so eine geschenkte Stunde, die man halt noch nutzen kann, um Sachen zu machen. Ich habe mir jetzt nochmal eine Hose angezogen, weil es doch irgendwie recht kalt ist und ich später auch noch meinen Dozenten treffe, weil ich mit dem über meine Bachelorarbeit sprechen will und da ist vielleicht eine Hose besser. Und ja, meine Lerngruppe, das Treffen war richtig gut. Also wir waren jetzt zu dritt und ich finde, das ist immer eine super Anzahl so, dann ist es nicht zu viel und wir haben echt was geschafft. Also wirklich, ich kann euch das nur empfehlen, bei verschiedenen Fächern mal Lerngruppen zu machen. Ihr lernt neue Leute kennen und ihr ja, lernt dann halt auch Probleme irgendwie gemeinsam anzugehen. Das finde ich halt immer eine ganz tolle Sache und man motiviert sich halt so ein bisschen. Ja, aber jetzt werde ich zum Herr Pimmock wieder gehen, weil ich da mit meinen Unikumpels verabredet bin, weil mein Freund Steffen ja jetzt aus Südkorea wieder da ist. Ich bin hier mit meinen Unikumpels, das muss ich aber festhalten. Ich kann da auch nicht genervt. Weil wir kennen uns seit dem Mathe-Vorkurs. Ja, voll cute. Und jetzt sind wir alle wieder da. Und Steffen, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob wir Steffen noch kennt von unserem Frisurenvideo. Wir müssen mal wieder mir die Haare färben. So, okay. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause und ich habe mich jetzt noch mit meinem Professor getroffen und das war super interessant, aber auch sehr intensiv, da wegen der Bachelorarbeit da ja nachzugucken, welches Thema auch passend wäre und vor allem, wie man das alles empirisch dann auch darstellen kann, weil man muss das ja alles wissenschaftlich belegen. Das wird doch mal eine Herausforderung, aber ich glaube, das Thema ist auf jeden Fall super spannend und macht dann bestimmt auch Spaß, hoffe ich mal, sich dann damit auseinanderzusetzen. Und ja, ich muss jetzt auch so ein paar Erledigungen machen. Ich muss noch ein Kleid abholen. Nicht für mich, sondern irgendwie für so eine Bekannte. Und das zu meinen Eltern schicken.
weil das nur irgendwie in Köln verfügbar ist. Und ich suche aber auch noch eine Bluse, damit ich morgen schick aussehe. Mein Koffer muss ich noch packen, mir fallen noch viele Sachen ein. Aber ja, wird schon. Ich mache jetzt eine kurze Bettpause, aber ich muss eigentlich noch meinen einen Rock bzw. noch ein paar Sachen waschen, damit ich die morgen mit nach Berlin nehmen kann. Und dann bin ich noch mit einer Freundin zum Abendessen verabredet, aber ich habe die schon so lange nicht mehr gesehen und deswegen wollte ich sie unbedingt heute nochmal treffen, weil das ist manchmal echt schwierig und eigentlich auch immer so traurig, ne, dass es so kompliziert ist, sich mal mit seinen Freunden zu treffen, auch mit meinen Uni-Jungs heute Mittag. Das war echt fast ein Weltwunder, dass wir alle mal wieder zusammen sind, weil jeder irgendwie auch so sein Ding macht und bis dann echt mal alle Zeit haben. Aber ja, deswegen, ich ruhe mich jetzt kurz aus. Ich war erfolgreich, das kann ich euch ja auch nochmal zeigen. Mal schauen. Oh. Ich habe nämlich das besagte Kleid gefunden, was ich noch für die Freundin meiner Eltern besorgen musste. Das ist ein richtig schönes Hugo Boss Kleid und das gab es irgendwie gerade nur noch in Köln im Sale. Und dann habe ich für ein cooles Projekt mir von Glück und Glanz eine Tasche leihen dürfen und die zeige ich euch mal. Und zwar ist das eine Vintage Chanel Handtasche. Wie gesagt, die ist leider nur geliehen, aber das ist einfach ein Traum. Vor allem das Tolle an Chanel Handtaschen ist halt einfach wirklich die Geschichte dahinter, ne? Also warum zum Beispiel Coco Chanel extra hier hinten so eine Tasche eingearbeitet hat, oder wenn man die öffnet, hat man einmal hier nochmal sicherheitshalber ein Fach, und das Fach soll extra auch für Liebesbriefe zum Beispiel gewesen sein, damit man die quasi nochmal ja, hier ein bisschen besser verstecken kann. Und das hat halt irgendwie so viel Geschichte und ist einfach ja, ein richtiger Klassiker. Ich habe leider bei meinem Abendessen nicht gevloggt, aber ich wusste auch nicht, was ich berichten sollte. Ich habe einfach ja, ein bisschen den Abend mit meiner Freundin genossen und jetzt habe ich hier meinen Koffer vor mir und ich habe ihn auch schon fast fertig gepackt. Ich habe noch ein paar Sachen anprobiert, deswegen sehe ich noch so aus. Und ja, ich muss jetzt auch noch einchecken, denn morgen geht es irgendwie, glaube ich, um 6 Uhr werde ich abgeholt. Und dann geht es auch auf so eine schickere Veranstaltung von der Boston Consulting Group. Das ist auch so eine Unternehmensberatung. Irgendwie habe ich es momentan mit denen. Und ich glaube, das wird super spannend. Und dann ist ja auch noch das Startup Teams Finale am Donnerstag. Und ja, heute war echt ein doch sehr stressiger Tag irgendwie. Also ist jetzt auch, glaube ich, gleich 10 Uhr oder so. Und ich bin jetzt erst so nach Hause gekommen. Aber ich habe einige Dinge geschafft. Aber ich muss sagen, wie gesagt, mir geht es auch nicht immer darum, viel zu machen an einem Tag oder so. Manchmal will man ja auch ein bisschen entspannen oder so. Aber heute hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich habe irgendwie, glaube ich, das auch ganz gut hingekriegt mit Uni, YouTube und dass ich nochmal meine Freundin gesehen habe. Und Steffen und sowas. Ja, aber jetzt auch genug geredet. Ich packe jetzt meinen Koffer fertig. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Bis dann. Tschüss.